Weizenernte in der ukrainischen Region Dnipropetrovsk. Doch ein Export ist derzeit unmöglich. Rund 22 Millionen Tonnen Getreide warten darauf, verschifft zu werden. Grund ist die anhaltende russische Seeblockade der ukrainischen Schwarzmeerhäfen. Die weltweite Nahrungsmittelversorgung ist derzeit unterbrochen. Der Preis für unser Getreide ist nicht gut, es wird nicht abgenommen. Die Front ist nicht weit von hier entfernt, es kann jederzeit Bombenangriffe geben. Die Felder stehen jetzt schon in Flammen. In den Feldern liegen immer wieder Teile von Bomben und Raketen. Arbeiter riskieren täglich ihr Leben beim Abtransport dieser Geschosse. Das Lagerhaus von Alexandre sollte eigentlich leer sein. Stattdessen stapeln sich in seinen Hallen die Getreidevorräte, die er nicht ausliefern kann. Der Landwirt weiß nicht, wohin mit der Ernte. Unser ukrainisches Getreide kann jetzt nicht auf den internationalen Markt gelangen, weil die Häfen blockiert sind. Besonders der Seeweg ist sehr wichtig. Deshalb ist die Nachfrage nach Getreide zurückgegangen. In Europa entstehen derzeit einige neue Routen. Doch Europa kann die großen Mengen an Getreide, die wir produzieren, nicht verarbeiten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte jüngst angekündigt, dass sein Land mit den Vereinten Nationen, der Ukraine und Russland zusammenarbeiten will, um sichere Korridore im Schwarzen Meer für Getreidelieferungen zu schaffen.